Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer neuen Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie ist nicht versteckt und heißt noch eins höher. Hilf Huayan bei der Reparatur der Brücke beim Gasthaus Wang Shu. Diese Errungenschaft ist relativ einfach zu bekommen. Ihr müsst einfach nur eure täglichen Aufträge auf Liyue setzen. Und das Schöne bei dieser Errungenschaft ist, dass tatsächlich sie einzigartig ist. Sie besteht aus zwei Teilen. Und hängt mit dem täglichen Auftrag Treppenbau beim Gasthaus zusammen. Erstmal, wie bekommt ihr tägliche Aufträge in Liyue? Ihr geht in eure Abenteuerlizenz, geht auf Missionen und klickt dann hier oben auf Liyue. Dann bekommt ihr ab dem nächsten Daily Reset alle eure täglichen Missionen in Liyue und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, diesen Auftrag zu bekommen, enorm. Dann, wie gesagt, müsst ihr einfach nur warten, bis ihr den Auftrag Treppenbau beim Gasthaus bekommt. Dieser Auftrag besteht, wie gesagt, aus zwei Teilen. Das heißt, so viel wie ihr müsst einmal den ersten Teil bekommen und dann müsst ihr mindestens einen Tag warten und erst dann könnt ihr Treppenbau beim Gasthaus Teil 2 sozusagen bekommen. Und wenn ihr beide abgeschlossen habt, bekommt ihr die Errungenschaft, die ich euch gerade gezeigt habe, noch eins höher. Und im Zuge dessen wird auch die Treppe im Gasthaus Wang Shu permanent repariert. Was auch ziemlich cool ist. Das heißt, dieser tägliche Auftrag, obwohl es ein täglicher Auftrag ist, hat einen permanenten Effekt, eine permanente Auswirkung auf das Spiel und er kann danach auch nicht mehr wieder gespielt werden. Das heißt, es ist ein einzigartiger, oder naja gut, er besteht aus zwei Teilen, also so gesehen ein zweizigartiger, das gibt's nicht, aber egal. Ein einzigartiger Auftrag aus zwei Teilen, wenn man den abgeschlossen hat, kann man ihn nie wieder wiederholen. Schade, dass ich ihn nicht aufgenommen habe. Also vielleicht habe ich ihn auch aufgenommen, aber das zu finden ist unmöglich. Also ich habe auf jeden Fall kein Video, das so heißt, leider. Und ja, mich würde sehr der Auftrag interessieren tatsächlich, weil ich ihn damals wahrscheinlich einfach nur wie eine tägliche Quest behandelt habe, bevor ich realisiert habe, dass der Auftrag nie wieder wiederholt werden kann. Und ja, vielleicht macht ihr nicht den gleichen Fehler und habt etwas mehr Zeit, euch den Auftrag einmal durchzulesen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. Und schaut auf jeden Fall in der Playlist vorbei, in der Videobeschreibung mit allen weiteren Errungenschaften, die ich bisher schon auf meinem Kanal hochgeladen habe. Da sind sehr viele versteckte dabei, sehr viele schwierige, sehr viele auch einfache tatsächlich. Vielleicht findet ihr da noch was, was ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.